Guten Morgen und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Und ich wechsle gleich auf Schriftdeutsch, dass alle von euch mich wieder verstehen können. Es ist morgen früh, ihr wisst, es ist nicht so meine Zeit. Ich bin hier ungeschminkt am Flughafen Zürich. Es geht heute mit einer coolen Truppe hier nach Antwerpen. Und da haben wir schon den Nibis. Hello! Wer könnt sie? Eine von der coolsten Schweizer Bloggerinnen. Checkt sie mal aus. Das ist auf YouTube, oder? Auch auf YouTube. Genau. Ja. Auf YouTube. Und Instagram. Und vor allem auf Instagram, Facebook, überall. Also check mal die Nibis ab. Ich freue mich riesig, mit ihr jetzt mal nach Antwerpen zu fahren. Wir waren noch nie da. Und ich werde euch natürlich in diesem Vlog zeigen, was da so abgeht, was wir so machen. Und ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Yes, bin ich gerade am Filmen. Genau. In der Zwischenzeit sind wir in der Stadt angekommen und schauen uns ein bisschen um hier. Danach geht es aber dann zur Shoppingstraße. Und Hose? Nein, Hose habe ich voll. Hose ist, wow, aber der Bulli ist mega cool. Ist eigentlich noch cool. I like. Farbe. I like die Farbe. Ja, find und der Schnitt. Mit ja. Den High-Waisted Hosen passt so eigentlich gerade. Top. Top. Ja, das ist schön. Ist gekauft? Ich glaube, der, ja. Ist gekauft. Ja, das ist sehr cool. Sehr schön. Ich muss echt wirklich, es ist ein XS. Ist es? Vielleicht hier ein bisschen klein. Ah, soll ich das Essen holen? Action! Wow! Das ist nicht mit dem Bulli, aber ich finde die Hosen noch nice. Yes! Die sind mega cool. Warte mal. Wow! Wow! Perfekt! Woo! Ja. Ist gekauft. Weißt du, sind die cool mit einem schwarzen Body oder so? Weißt ja. Du, das ganz eng oben. Und ja. Die hier so ein bisschen auf. Voll. Voll. Gut. Und die Schuhe, hast du, die Schuhe würden sogar auch passen. Finde ich einfach noch geil. Passen. Allem. Ich habe die Schuhe immer an. Ich habe sie immer an, sie passen zu allem. So gut. Yes. Erfolgreiches Shopping bei River Island. Yes. Die ist cute. Und sie ist fluffy. Oh ja. I like. Und sie ist abgesetzt. Von dem ja. Her. Und die Farbe finde ich mega schön. Mega. Top. Die ist echt cool, die Stadt der super. Thank you. Wo ist die entdeckt? Die ist gekauft. Die ist auch gekauft. Also der Bulli und diese. Super. Ja, yes, girl. Was so cool ist. Mantel. Wie sie ausgesehen hat. Also mit dem Bulli nicht. Mit dem Bulli nicht. Aber vom. Also ich finde schon mal das Muster geil. Das Muster habe ich auch geil gefunden, aber irgendwie... Nee, dann müsstest du halt nur offen tragen, über dem noch geil aussehen. Nee. Ich fühle mich wie ein Arzt. Frau Dr. Zeidler. Ja. Sie sind Dr. Zeidler. Sie dürfen sich sonst gerade mal frei machen. Und nachher würde ich sie dann im Raum nebenan empfangen. Wir sind zurück im Hotel. Ich sehe ein bisschen K.O. aus, ich bin es auch. Nibis und ich waren den ganzen Tag shoppen. Ich habe so viele tolle Sachen gekauft. Antwerpen ist super zum Shoppen. Wenn ihr die Klamotten sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe ja kürzlich so ein Kleiderschrank, ja, in meinem Kleiderschrank-Video gemacht. Wenn ihr das wieder möchtet, lasst mich wissen, kann ich euch diese neuen Sachen zeigen. Jetzt sind wir hier ein bisschen im Hotel. Wir gehen nachher zum Dinner, aber wir haben jetzt schon Hunger, weil wir haben weder irgendwas getrunken noch gegessen. Deswegen müssen wir jetzt einen kleinen Snack haben, dass wir nachher ready sind fürs Dinner. Ja, unbedingt. Dann schaut mal, das ist hier unser Hotel. Ganz schön. Guten Morgen. Ich habe verschlafen.
Ich muss in 15 Minuten unten sein. Es geht weiter auf die City Tour. Ich wollte eigentlich mit Nives zuerst noch Fotos machen, aber ich habe leider verpennt. Muss ich kurz zum Frühstück hetzen, dass ich noch irgendwas essen kann und dann geht's los. Ich habe euch das Hotelzimmer gar noch nicht gezeigt. Das mache ich jetzt im Schnelldurchlauf, weil eben, sorry, ich bin etwas im Stress. Frühstück. Super, also hier im Hotel haben sie Porridge mit Mandelmilch, sie haben Kokosmilch, also sie sind hier sehr gut ausgerüstet für jemanden, der sich pflanzlich ernährt. Das ist mir jetzt sonst hier aufgefallen. Sonst noch ein bisschen schwieriger, bin ich ehrlich gesagt erstaunt, weil sonst ist ja eigentlich das vegan, vegetarisch eigentlich überhaupt kein Thema mehr, das ist eigentlich schon überall recht bekannt. Hier ist mir das jetzt jedoch aufgefallen, gestern waren wir, wir hatten Lunch am Flughafen, dann hatten wir gestern Abend Dinner und unterwegs noch was und da war beides Mal, waren die voll verwirrt, also wussten gar nicht wirklich, was vegan ist. Ich habe noch was Veganem gefragt, habe ich ein Brötchen bekommen mit Joghurtsoße drauf. Und im Restaurant am Abend habe ich gefragt, was er mir empfehlen kann, was er machen könnte für vegan. Ich sei flexibel, einfach irgendwas. Und dann meinte er halt, ja, hier hätten sie zum Beispiel den Salad mit Goat Cheese. Und ich so, ja, vielleicht lieber nicht. Aber hier im Hotel, super. Hier kennen sie sich aus. I will explain. It's, if you don't like what I'm saying, you can kiss my ass. So it's kind of like that. But it also has something very special, very magical, I think, even. Very if you magical. Rub his ass, it sounds really strange if you say it like this, but it is true, it is true. If you rub his ass and you close your eyes, you can make a wish. That is true. Okay, it's true. So feel free to rub some ass, you know, and make you can make a wish. Come on. Yeah. Come on. Make a wish that it's not raining today or something. Okay, I make a wish. Good wish, yes. Actually. But I can keep it to myself or I have to you know, keep it to yourself. Yeah, I have to, right? Okay. Yeah. So okay. That's a good one. And just to say that this is the most famous stuff we have in Italy. Also, everything we started to grow again. And that's how the dark industry came back to Antwerp because we had already this huge history, and still today we are the capital of this rubber. I have 1 million euros and I want to buy something. You can buy, of course, but you're not going to get the best deal. So there are more than 2,000 little offices in these three streets. Wir sind jetzt hier in einem Restaurant. Hier verstehen sie, was vegan ist. Schaut mal, wie schön ist ein Linsensalat mit Gemüse. Sieht richtig süß aus. Und nachher kriege ich einen Couscous. Also
ich war gestern ja so, dass es hier mit vegan, naja, funktioniert, aber man muss ein bisschen double checken, hat es dann auch kein Käse drin und so, habe ich euch ja vorhin schon erzählt, aber hier jetzt in diesem Restaurant wirklich, hier könnt ihr hingehen, wenn ihr hier seid und etwas Veganes haben möchtet, die geben sich wirklich Mühe. Und jetzt haben wir hier Couscous mit Gemüse. Sieht sehr lecker aus. Nemes hat dasselbe wie ich, nur sie hat noch so Halloumi-Cheese drauf. Aber alles hier sieht wirklich toll aus. Meinst du, ist leider schon leer. Meine Lieben, ich bin bereits wieder am Flughafen und es geht jetzt wieder zurück nach Zürich. Ich hoffe, euch haben meine Eindrücke von Antwerpen gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut gefallen. War eine mega, mega schöne Stadt und super gewesen für Shopping. Leider nur 2 Tage, 1 Nacht, also ich würde auf jeden Fall wieder hierher kommen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Nochmal so, ja, kurzes Fazit, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Nachtleben muss sehr gut sein, habe ich jetzt nicht so groß gesehen. Die Stadt ist super schön, macht unbedingt eine geführte Tour, lasse ich ein bisschen sowas zeigen. Ist immer besser, als wenn man einfach an den Dingen vorbeiläuft. Dann kriegt man noch ein bisschen Infos und Geschichte dazu. Mag ich sehr gerne. Shopping ist super, also auch nur mal für einen kurzen Trip zum Shoppen. Ist auch günstiger. Gut, was ist schon nicht günstiger als Schweiz, muss man natürlich fairerweise auch sagen. Aber auf jeden Fall top. Und jetzt da draußen steht schon wieder unser kleiner Flieger. Und ja, das ist eigentlich das Neue. Mit VLM kann man jetzt direkt Zürich, Antwerpen fliegen. Und yes, ich glaube, that's it. Ich hoffe, euch haben die Bilder gefallen von mir. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ihr wisst vielleicht schon, demnächst geht es für mich auf die Bahamas und auf da werde ich natürlich für euch filmen und euch somit ein bisschen mitnehmen. Bis bald. Tschüss.